Deine Cousine schubst dich zur Seite und die Schlange beißt in ihr Bein. Also das von unserer Cousine. Lotti. Zu spät schwingt Juliane ihr Schwert nach unten und schlägt der Schlange den Kopf ab. Jetzt kommt die Mutter und sieht, dass ihre Tochter da ist. Deine Tochter wurde von einer Milchviper gebissen. Sie ist giftig. Hole ein Herbalist. Ich werde mich um meine Tochter kümmern. Ich kann keinem anderen trauen. Und genau wegen diesem Satz denke ich nämlich, dass sie die Schlange hier hingesetzt hat. Und sie hat garantiert ein Gegengift. Nur für den Fall, dass ihre Tochter gebissen wurde. Deswegen will sie nicht, dass der Kräuterfuzzi kommt. Ja. Es tut mir leid, auch wenn wir gar nichts dafür können. Mir geht's nicht so gut. Und sie verschwinden jetzt zurück nach Merva. Genau wie letztes Mal auch, nur halt diesmal aus einem anderen Grund. Und jetzt macht sie uns darauf aufmerksam, dass diese Schlange eigentlich nie hätte hier sein sollen, weil sie hier halt nicht heimisch ist. Also war es das erste Attentat. Und sie weiß nicht, ob unsere Cousine überleben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie überlebt, weil die Mutter bestimmt das Gegengift hat. Aber na gut. So, wir haben den König. Wir haben unsere Hexe. Wir haben die Teddybären. Wir haben bunte Blumen. Und wir haben eine Messe. Den Kristall hat unser Papa. Das heißt, eventuell sollten wir mit unserem Vater sprechen, dass wir gerne den Kristall hätten. Wie ist unser Oder vielleicht ist er auch im Schloss irgendwo versteckt. Ja, das kann auch sein. Die Stats sehen nicht so wirklich aus wie eine superglückliche Prinzessin, aber arbeiten wir noch dran. Geh zum Vater, den Vater fragen. König, ja, okay. Mit deinem Vater sprechen. Papa, was ist mit Mamas Lumenkristall passiert? Es ist in einem sicheren Ort. Kann ich es haben? Nein. Super. Nee. Aber es ist meiner. Trotzig plus eins. Mit der Magie zu spielen hat deine Mutter umgebracht. Ich will nicht, dass dir dasselbe passiert. Sobald du zur Königin gekrönt wurdest, kann ich dich nicht davon abhalten, was du willst. Aber bis jetzt bist du immer noch mein Kind. So nach dem Motto, du hast die Füße unter meinem Tisch, also machst du, was ich sage. Blub, blub, blub. Mr. Freeman schlägt vor, steckt den Vater in den Kerker. Nein, das macht eine liebe Prinzessin nicht. Und in diesem Leben wollten wir eine liebe Prinzessin spielen. Eine ultraliebe Prinzessin. Und sie sieht ganz schön ängstlich aus. Ah, wir haben andere Boni bekommen wegen der Schlange. Wir haben Boni auf Agility. Nee, gar nicht auf. Doch, Agility. Plus 1-1. Tanzen, Reflexe und Flexibilität. Tanzen. Ja, ich würde es auch sagen. Tanzen und Reflexe, damit wir besser ausweichen können. Also, Classes. Agility. Obwohl wir wollen echt eine ganz liebe Prinzessin spielen, da müssen wir keine Reflexe ausweichen. Tanzen. Weiter. Wir üben es, elegant durch einen Raum zu gehen. Oh feier, die wird sowas von sterben. Wir üben das Gehen mit einem Partner am Arm und verschiedene Tanzpositionen. Und das Schloss scheint jetzt ruhiger zu sein, wo Charlotte und Emery und Sarah nicht mehr da sind. Oh, wir haben einen Test auf Gift verhauen. Es gibt Gift als Skill? Ja. Ihre Mutter sagte, sie wird wohl okay sein, also denke ich, es scheint schon in Ordnung zu sein. Was hätte sie uns jetzt gesagt, wenn wir den Skill geschafft hätten? Na gut. Vielleicht hat sie ja einen Schutzengel. Sie ist wirklich ganz schön naiv. Amber Yee meint auch, dass du zu schnell bist. Ich überspringe nur Sachen, die wir schon mal hatten. Aber ich kann es weiterhin versuchen, langsamer zu wachen. Was sollen wir dieses Wochenende machen? Hm.
Also wenn wir jetzt wirklich den Lumen unbedingt haben wollen, sollten wir jetzt wahrscheinlich wieder zu ihr zurückgehen. Um ihr also sagen, dass wir den Kristall nicht bekommen. Vielleicht findet sie einen anderen Weg. Wir sind schön ängstlich. Das war ja unser Ziel. Wir wollten nicht wütend sein. Cheerful sollte echt mal hochkommen. Cheerful. Also ja, ich denke mal, wir sollten eigentlich jetzt mit ihr sprechen, mit der Hexe. Aber die ist zu depressiv. Ich bin jetzt dafür, dass sie ein bisschen Teddy knuddelt. Genau, Quarks. Teddy, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und beim Skin solltest du ein wenig mehr auf die Mystical und Face und so achten. Da hattest du auch Boni drauf, ohne es zu sehen. Oh, okay. Du verbringst das Wochenende allein in deinem Raum mit deinem Lieblingsspielsachen. Es ist kindisch, aber du fühlst dich ein wenig besser. Das ist vollkommen okay. Also, genau hier unten. Meditation, Divination und Lore haben wir einen Bonus drauf. Divination ist Hellsehen. Das klingt sehr praktisch. Meditation, wie in Might and Magic. Meditation ist immer gut. Mehr Mana. Erfinde und behalte deinen inneren Frieden. Das klingt auch recht gut zu einer guten Prinzessin passend, ne? Tanzen haben wir jetzt schon auf 30. Was haben wir noch bei Agility? Reflexe und Flexibilität. Ja, komm, nochmal Reflexe. Weiter. Werden wir wieder vom Lehrer gepiekst? Nein, du trainierst auf einem Jump Rope. Also so ein Springseil. Nee, das ist jetzt nicht super zum Ausweichen, aber... Bzzz. Na gut. Du lernst, dass die Götter nicht gezwungen werden können, Informationen preiszugeben über die Zukunft. Und dass die mächtigsten Omen jene sind, die unerwartet auftauchen. Okay. Oh, jetzt kommt die Szene, wo die Magd hochläuft. Mal gucken, ob wir ausweichen können. Oh, nee, es war eine andere Szene. Das ist die mit dem Amulett. Was macht jetzt eine gute Prinzessin? Heiratet sie den Typen nur, weil sie ein Amulett bekommen hat? Was denkst du, Gyria? Das ist eine schwierige Frage. Also generell würde eine liebe, ultraliebe Prinzessin den Duke da dann auch heiraten. Wobei mich das nicht wirklich begeistern würde an ihrer Stelle. Ja, der Duke of Sedna. Na gut, den Namen merken wir uns erstmal. Vielleicht versteht sie diesmal ja auch, was gemeint ist, aber ich denke es nicht. Nee, Foreign Intelligence failed. Wir haben ja diesmal auch nichts geskillt da drin. Genau, sie hat beides gefailed. Wir haben einen Duke von Sedna? Fragezeichen? Okay. Nein, my lady. Sie sieht aber bedröppert aus. Die Duchy of Sedna ist in Talasse. Sie haben einen Brief und ein Geschenk gebracht. Kurtmanners failed und cheerful. Ja, okay. Sie sieht einfach nur, das funkelt, das ist toll, das will ich haben. Kleines naives Kind, wenn wir wieder da sind. So, was sagt die Mut? Wir sind schon fast cheerful. Da würde ich ganz gerne dran arbeiten. Also nochmal Teddy oder vielleicht im Garten. Das würde uns aber lonely machen. Was eigentlich aber nicht so schlimm ist. Weil pressured, um lonely auszugleichen, können wir ganz schnell machen. Das ist hier. Also ganz schnell, in Anführungszeichen. Vielleicht sollten wir bei Angry und Afraid auch eher in der Mitte bleiben. Ja. Depressed und Afraid. Nee, Depressed will ich auf keinen Fall. Lonely und Cheerful. Ja, komm. Teddy macht auch Lonely. Oh, stimmt. Aber macht auch noch Yielding. Was Gutes. Ja, Teddy ist das Mittel der Wahl, denn es bringt unsere Sturheit ein bisschen runter und macht uns glücklich. Jetzt sind wir hoffentlich auch mal auf einem ordentlichen Level mit glücklich. Sieht nicht so aus. Wir sind auf der Mitte. Okay. Harte Arbeit, harte Arbeit.
Boni haben wir immer noch auf Mystical und Agility. Wir haben Tanzen, wir haben Reflexe, Flexibilität und ein Mystisches würde noch passen. Flexibilität und nochmal Divination. Also von den dreien klingt für mich das Vorhersagen der Zukunft als am wichtigsten. Meditation wird aber eher zu der Prinzessin passen. Und vielleicht ein bisschen Geschichtswissen. Law. Magical History of Nova. Quark schlägt vor Handeln. Der Händler kommt bald. Und Production und Meditation wird auch vorgeschlagen. Stimmt. Production. Passt jetzt nicht ganz rein ins Thema. Aber wir haben ja Divination geskillt, also sehen wir gerade in der Zukunft einen Händler auf uns zukommen. Das passt schon. Dann irgendwie. Solltest du an Handel auch denken. Handel und Production brauchtest du beides. Ah, okay, stimmt. Wähle ich beides aus. Gut. Es gibt dann. Ich erkenne gerade zum ersten Mal den Kalender hier oben. Und da sind die Mondphasen eingezeichnet. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die Mondphasen irgendwie wichtig sind. Es könnte komisch werden. Okay, also Produktion und Handeln, damit wir Gutenberg diesmal anheuern können. Und wir lernen, dass Sunset Bay super ist zum Fischen. Was? Sehr komische Informationen. Und wir lernen, dass die kleinsten Dörfer einen zentralen Markt haben, wo die ortsansässigen Handel betreiben. Okay. Und wir treffen die Duchess of Ursel. Du siehst, dass sie neben einer Frau in den Roben einer Priesterin sitzt. Sie sitzen sehr dicht beieinander. Ihre Hände berühren sich sanft, als sie sprechen. Ich weiß jetzt schon, was der Chat sagt. Sie scheint beschäftigt zu sein. Du drehst dich um und gehst in eine andere Richtung, damit du sie nicht störst. Genau in diesem Moment merkst du etwas Ungewöhnliches. Es sieht aus, als wenn jemand den Palastgarten verlassen hätte. Okay. War es ein Handlanger, ein Dieb, ein Assassin? Okay, wir haben jetzt die Wahl. Wir können selber über die Hecke klettern und gucken, wer da ausgebüxt ist. Wir können die Wachen rufen oder wir können weglaufen und uns verstecken. Also ich denke, wenn wir weglaufen und uns verstecken, dann wird sie wieder ängstlich sein. Ich habe keine Lust, dass sie wieder ängstlich wird, wenn wir über die Hecke... Und zur lieben Prinzessin passt das Call the Guards. Ja, denke ich auch. Also einfach Wachen rufen und dann ist gut. Weil über die Hecke klettern wäre bestimmt wieder trotzige Reaktion. Also rufen wir die Wachen. Wachen! Hat uns sauer gemacht. Was aber auch ganz okay ist, denn wir waren auf der linken Seite schon zu weit unten. Also wir haben die Wachen gerufen, aber in der Zeit, die wir brauchen, um eine ordentliche Reaktion zu planen, ist der Dieb schon wieder weg. Oder was auch immer das war. Du fragst sie, ob du das Ganze vielleicht nur eingebildet hast. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt irgendwie einen Assassini in der Gegend haben. So. Was wollen wir jetzt machen? Unsere Stimmung ist fast im positiven Bereich bei Cheerful. Also wäre ich dafür, irgendwas Cheerful-artiges zu machen. Wir können noch ein bisschen Angry gebrauchen, damit wir hier auf die Mitte kommen. Und wir könnten auch hier ein bisschen Pressure gebrauchen. Pressure bekommen wir aber nur hier. Und wir müssten eigentlich auch nochmal zu Duchess, um nach unserem Kristall zu fragen. Minigamer schreit Hexe. Cheerful, lonely, yielding. Cheerful ist okay, lonely ist nicht ganz okay. Yielding wäre okay. Geh zur Hexe wegen dem Kristall. Wir brauchen Magie. Hexe? Ja, okay. Gehen wir zur Hexe. Juliana, Duchess of Ursel. Mein Vater sagt, ich kann den Kristall nicht haben, bis ich Königin bin. Also werden wir warten müssen.
Eventuell haben wir nicht genug Zeit zum Warten. Die Welt ist gefüllt mit Gefahren und du wirst die Kraft des Lumens brauchen, um sie zu besiegen. Du kannst dein Training nicht beginnen, bevor du den Kristall hast. Nun, was soll ich denn machen? Der Kristall ist höchstwahrscheinlich unter Schloss und Riegel in der königlichen Schatzkammer. Du bist die Prinzessin. Du solltest also in der Lage sein, einen Weg hineinzufinden. Okay. Andererseits könnten wir auch drastische Maßnahmen nehmen. Das will die gute Prinzessin bestimmt nicht, dass wir drastische Maßnahmen nehmen. Also, jetzt wird's hart. Wir warten, bis wir älter sind, was wahrscheinlich wirklich die liebe Prinzessin-Antwort wäre. Wir versuchen, einen Weg zu finden. Oder die drastische Aktion. Also drastische Aktion auf keinen Fall. Wir könnten versuchen, den Kristall zu klauen, wahrscheinlich. Das wäre nicht super lieb, aber wir tun es ja für eine gerechte Sache. Oder wir sind wirklich super lieb und machen das, was uns gesagt wird. Was meinst du, Kyrian? Ich bin für den Weg. Find a way. Find a way. Reinkommen. I'll try to find a way. Ja, der Chat ist sich auch einigermaßen sicher. Okay, versuchen wir einen Weg zu finden. Für die gute Sache und so. Nun gut, ich werde versuchen, einen Weg zu finden. Und sie sieht nicht gerade glücklich aus. Sie ist willful höher. Und lonely. Nee. Was sagt das bei den Skills? Konversation können wir endlich lernen. Sehr gut. Also Kurt Manners, ne? Ich denke, da hat jeder von nachgeschrien. Battlefield und Poison. Nee, es passt nicht zu der Prinzessin. Also, Public Speaking, Kurt Manners und Flattery. Das sind die Sachen, die uns momentan angehen. Hier. Wobei... Ja? Ich wäre am ehesten für Kurt Manners und Flattery in dem Fall dann, weil sich bei den Leuten einschleimen können solche lieben, kleinen, unschuldigen Wesen auch sehr gut und wissen, wie man sich am Hof benimmt, sollte eine liebe Prinzessin schon können. Naja, ich glaube, ich nehme am Anfang gleich zweimal Kurt Manners, damit es hoch genug ist. Und morgen dann, wenn das sich so weit hält, dann Flattery. Dann... Oh, schöner Bonus, sehr gut. 30 Punkte. So, jetzt kommt die Szene mit dem Ausweichen im Turm. Eleganz failed, Reflex success. Okay, also wir sterben nicht im Turm, das ist schon mal gut. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Treasury zu besuchen. Ich denke mal, das sollten wir auch sofort machen. Also, klick. Oh. Accounting und Presence brauchen wir, um da reinzukommen. Du versuchst, deinen Weg an den Schatzkammerwachen vorbei zu mogeln. Aber trotz Augenflattern, Fußtrampeln und Bedrohung lassen sie dich nicht vorbei. Leisetreter fragt, was Flattery ist. Flattery ist Einschleimen, genau. Also müssen wir jetzt Flattery trainieren. Haben wir da Skills für? Ja, haben wir so gerade einen Bonus drauf. Sehr gut. Also, Classes, wir trainieren. Aus aktuellem Anlass Flattery zweimal. Das, was ich letzte Runde gesagt hatte. Ja, ich sollte öfters auf dich hören. Dann. Du lernst, dass es wichtig ist, Augenkontakt zu halten, wenn du nette Dinge über jemanden sagst. Denn denken sie nämlich nicht, dass du lügst. Du lernst, dass nette Komplimente den höchsten Wirkungsgrad haben, wenn man sie kurz hält. Wenn man lange darüber schwafelt, fühlen sich die Leute unwohl. Oh. Du hast gelernt, dass es wichtiger ist, Menschen zu komplimentieren über ihre Persönlichkeit und nicht ihre physikalischen Attribute. Okay. Ah, Gutenberg ist da. Denk dran, die Treasury ist nicht unendlich. Ja, okay.
Eure königliche Hoheit, ich will die Buchdruckkunst finden. Klick. 875 Lassi braucht er, um das Metall und die Fabrik dafür zu bauen. Gucken wir mal. Mit diesem System werde ich in der Lage sein, Bücher schneller zu bauen. Oder zu drucken halt. Klick. Production und Trade failed. Nee. Wir haben beides gesteigert, aber anscheinend nicht hoch genug. Außerdem kann es echt sein, dass jedes Mal einfach gewürfelt wird. Also meinetwegen, wir haben 30 Skill, dann heißt das nur, dass wir eine 30 von 100 Chance haben, dass wir den Skill auch bestehen. Den Check. Na gut, also der geht wieder flöten. Wir sind nicht interessiert. So. Wir haben jetzt Flattery trainiert. Wollen wir es gleich nochmal probieren oder wollen wir erstmal ein bisschen warten? Ich guck mal kurz so lange, was die Mut macht. Wir sind immer noch bei Cheerful auf der Mitte. Wir sind einsam. Weil es wäre Zeitverschwendung, wenn wir jetzt dahin gehen und wir kommen wieder nicht rein. Lonely Cheerful. Warten, no risk, no fun, Versuch. Wir brauchen Accounting. Ach, das braucht man auch da, ne? Okay. Dann Yielding. Ja, ich nehme mal Yielding, Lonely und Cheerful. Klick. Wir kuscheln mit unserem Teddybären. Stimmung ist ziemlich ausgeglichen, außer dass sie sehr einsam ist. Skills. Accounting brauchten wir, ne? Wo ist Accounting? Ja, Accounting. Haben wir 10 Punkte erst drin. Bei Flattery hätten wir immer noch einen Bonus. Vielleicht beides einmal. Ja. Einmal Flattery, einmal Accounting und dann ausprobieren. Ja, das klingt gut. So, Accounting, dann. Ja, 50 Flattery, sehr gut. Und wir können Flattery erst erhöhen, weil wir beide anderen Konversationsskills auf 25 haben. Dann kriegen wir übrigens auch ein neues Outfit. Wir hatten nämlich bisher noch gar kein Outfit. Also wir hatten eins, aber wir haben es vergessen anzuziehen, letztes Leben. Und was wolltest du jetzt? Er wollte, glaube ich, dass wir Soldaten schicken, oder? Also erstmal sagt er, dass es traurig ist, dass unsere Mutter gestorben ist. Okay. Danke. Die Ixioniten okkupieren das Land von Imbrium. Wir werden nichts dergleichen wissen, weil wir haben nichts in der Richtung, das gilt. Ja, Foreign Affairs failed. Ich weiß, es gibt Probleme, aber ich kenne die Details nicht. Mhm. Militär failed. Ich weiß nichts über das Militär. Ich weiß nicht, ob wir kämpfen sollten. Es muss einen friedlichen Weg geben, das zu schlichten. Ich werde Diplomaten von Ixion senden und versuchen, zu einem Arrangement zu kommen. Ja, das ist eh eine Lösung, die ganz gut zu ihr passt, denke ich. Yielding plus 1. Dankeschön. Hehe, so, jetzt kommt die Stelle, die du so mochtest, Gyria. Mit dem Necklace. Es war ein Gift, also ein Geschenk von Duke Setna. Also hast du ein Arrangement mit ihm getroffen? Wollen wir ihn heiraten oder mögen wir nur Schmuck? Obwohl, da steht nicht, dass wir ihn heiraten wollen. Da steht nur, dass wir es in Erwägung ziehen. Und das ist eine ziemlich diplomatische Lösung, oder? Ja. Ja, okay. Also wir halten es für möglich. Genau, keine Arrangements, aber ich werde ihn wohlwollend betrachten. Das klingt ganz schön hochgestochen für ein 15-jähriges Mädchen. Aber okay. So, Cheerful plus 1. Sehr gut. Der Chat hätte dich lieber beim Schmuck und Glitzer, Glitzer und Funkel, Funkel gesehen. Ja, das würde zu Pink passen, aber es ist nicht wirklich nett. Das würde zu Gerogon passen. Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel. Das auch, ja. Genau, wir hatten jetzt alles geskillt. Wir müssten jetzt eigentlich in die Treasury reinkommen.
Probieren wir es mal. Was? Accounting failed, Presence failed. Ach, Presence brauchte man. Nicht das andere. Ups. Skills. Wo ist Presence? Da ist Presence, da mit minus 1. Und Accounting haben wir nur 21. Nicht gut. Medizin hätten wir jetzt einen Bonus drauf. Und Konversation. Presence und Accounting hochmachen. Ja, müssten wir eigentlich, um an den Lumen ranzukommen. Aber ich will euch endlich mal neue Outfits zeigen. Also werde ich Public Speaking erhöhen, damit wir da das freischalten. Wir wollen das Spiel jetzt hier eh nicht gewinnen, in Anführungszeichen. Ein, zwei Leute im Chat versuchen mich da, glaube ich, schon in eine Richtung zu schieben. Weil sie das wohl schon durchhaben. Ja, es kamen schon mehrere Spoiler, die ich auch ausgelassen habe. Weil generell ist die Meinung von dieser Prinzessin, sie ist ziemlich abgewrackt und einsam. Und es kam auch eben ein Kommentar, sie würde sich freuen, wenn ein Assassine vorbeikommt, weil sie dann endlich mal Besuch bekommt. So einsam ist sie. Genau. So, Public Speaking, Public Speaking. Dann. 20. 40. Und neues Outfit. Das ziehen wir gleich mal an. Die Repräsentanten von Ixion sind hier. Das ist was Neues. Das hatten wir noch nicht letztes Leben. Und wir sollen vorsichtig sein. Achso, er ist das. Das ist der Bruder von der Hexe, die wir diesmal nicht eingekerkert haben und die mit der Priesterin rumturtelt im Burggarten.